Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Scum. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid. Und nein, keine reguläre Folge, nein, eine Event-Folge. Denn heute ist Scummathon, ein Event, wo wir Fahrrad fahren, rennen und schwimmen müssen. Also ein richtiger Marathon. Und ich bin gespannt, welchen Platz Steffi machen wird. Sie ist fit und durchtrainiert, hat auch schon ein optimales Outfit dafür ausgewählt und hat sich schon warm gelaufen und ich bin gespannt, wie gesagt, wie sich das Ganze dann so äußert gleich, wer alles mitmacht, wie viel es werden, aber dazu kommen wir dann gleich. Ich habe noch eine kleine Ankündigung, der liebe Metzmaster, einer unserer Admins, möchte gerne, dass ich euch auf eine kleine Änderung aufmerksam mache heute, habe ich heute Morgen leider verpasst, ihr seht, ist um 0.58 Uhr heute gekommen. Habe ich nicht gelesen, wie immer. Und er schreibt, hallo zusammen, und mein Kopf ist im Weg, ne, sorry. Es wurden heute einige Änderungen im Discord durchgeführt. Erstens, es wurde verwaiste Channels aufgeräumt. Oh, ihr hört im Hintergrund Leute laufen. Ein Bot wurde implementiert, der temporäre Sprachchannels maximal 10 Teilnehmer erstellt. Cool. Hierfür muss man ganz unten im Channel-Liste auf diesen Lautsprecher-Kanal stellen klicken. Es wird ein Channel mit dem Ersteller geöffnet. Wenn der Channel leer ist, wird dieser automatisch entfernt. Hört sich geil an. Schöne neue Änderung. Durch die Änderung in Punkt 2 sind die Sprachchannel diverse Spiele und Scum Channel Squad 1 bis 4, Event 3 bis 5 und Bürgeramt weggefallen. Okay. Punkt 4. Es wurden Channel, die vorher für jeden zugänglich waren, auf die Community beschränkt. Fünfter Punkt. Andere Channel wurden auf Fehler in der Berechtigungen überprüft und korrigiert. Sechstens. Bei diversen Games und Scum Hardcore wurde standardgemäß die Rolle jeder entfernt und mit einer separaten Rolle versehen. Diese Rolle kann sich jeder Community-Member mit einem Druck auf den jeweiligen Button im Channel, Hashtag Sterne Rolle, eigenständig zuordnen und auf einen erneuten Druck auf denselben Button wieder entfernen. Wir hoffen, mit dieser Änderung der Übersichtlichkeit beigetragen zu haben. Schöne Grüße, eure Admins. So, das dazu, das mache ich jetzt wieder zu, weil ich war eh voll im Weg. Aber ich habe es vom anderen Monitor abgelesen. Und mache jetzt kurz Pause. Seht ihr nicht? Und jetzt in 5 Minuten ist Treffen für den Scummathon. Und dann geht's schon fast los. So, die Pause ist zu Ende. Es ist Chaos. Man sieht nur mein YouTube-Studio. Man sieht euch noch gar nicht. Man hört uns aber. Hä? Dann sag mal alle Hallo. 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 YouTube. Okay. Da ist der ganze Batzen. Entschuldigung, jetzt kriege ich erstmal einen Hustenanfall. Der bei den Scummathon mitmachen will. 20 Teilnehmer haben wir gesagt, ne? Plus eigentlich ja. Es sieht jetzt aus, als ob 25 teilnehmen. Da wird schwer, Dritter zu werden. Ich will ja auch ein Dirtbike haben. Hier wegen der Schubkarre. Na, das die will ich doch haben. Ich klapp die Polale ab. Ich betrachte euch jetzt erstmal alle. Ihr habt alle Delta, so Port bereit? Ich bin hier für die BCUs zum Einsammeln. Ab hier! Dein BCU kriegst du nicht. Und ich gebe meinen Segen. Aber warum müssen wir so ein blödes Outfit tragen zum Start? Weil die Admins auch ihren Spaß haben wollen. Damit du aber zum Heulen hast. Das sind halt nicht sexy, sondern kuschelig. Ja. Wie verhält es eigentlich mit Zombies? Sind die hier aus, oder? Es ist eine Safe-Zone hier drüber gelegt. Also genau, es ist eine Safe-Zone drüber gelegt. Die können also euch nichts anhaben. Können sie mir aber auch was anhaben. Du musst nur schneller rennen. Nur zur Info für meine Zuschauer. Und länger. Ich habe extra jetzt früher gestartet, weil das Chaos von Anfang, das müsst ihr einfach mal mitbekommen. Das ist immer zu geil. Das startet jetzt eigentlich erst in 10 Minuten, also 13 Minuten, das Spiel. Ja, und ich weiß sogar schon, was die erste Etappe ist. Das heißt Schwimmen. Das macht Sinn, ne? Aber mit dem Outfit hier? Ja, deswegen, das wird klitschnass und das müssen wir. Also ich. Ah! Ja. So. Auto. Könnt ihr alle mal. Komm, wir dancen mal. Da kommt der Eismann oder was, hä? Michael haben wir dabei. So, wen haben wir schon noch nicht geportet? Boah, ist das ein bescheuerter Tanz. Oder ein Schrotthändler. Wer noch nicht geportet worden ist, bitte mal in den Event Channel 2 kommen.
Komm, die drei oben da auf dem Brunnen. Dance mal. Nicht drehen, dancen. Ich hab das Supporter-Pack noch nicht geholt. Ich auch nicht. Dann geht's weg da. Lass mich mal ran. Da macht's so wie eine Disco. Immer ein Fuß nach links und ein Fuß nach rechts. Er tanzt runter. Wie gesagt, die Outfits haben die Admins gewählt. Also ich habe eigentlich eine weiße Leggings und ein BH gewählt als Startoutfit, aber das war nicht toleriert worden. Da war zu sexy. Wer ist da oben noch nicht umgezogen? Der Ballerers. Oh. Oh, wer pechschwarze Lippen hat sie hier. Ja, das bin ich. Das bin ich. Oh Gott. Ja, der Chaos zum Start, der ist immer geil. Aber die Strecke und so, wie wird die denn? Es gibt bestimmt Punkte, wo wir hin müssen, oder? Ja, da ist so ein Hütchen aufgebaut. Sei kein Tim, liest die News. Ich habe keine Lust, das zu lesen. Ihr müsst mir das sagen. Kannst du es von Discord auch vorlesen lassen? Von Discord vorlesen lassen? Jetzt sucht er die Funktion. Nein. Bockfest. Schlägerei. Das ist eine Bärenschlacht. Das wird heute ein Bärenspaß. Da muss ich mir die News nochmal durchlesen. Hallo zusammen, kurze Frage. Ich würde gerne mal jeden Namen durchgehen, damit ich die auch alle vollständig habe. Also Steffi ist da, habe ich gehört. Bambi ist da, richtig? Ja. Ständig besoffen ist da? Nee. Ja. Er sagt erstmal oh. Bladestorm ist da? Ja. Sir Striker ist da? Ja. Old Snake ist noch nicht da? Gut. Den dann boxe ich, wenn er kommt. Rollo ist auch noch nicht da, ne? Gut. Jack Daniels ist da. Jupp. Habt ihr alle für Angel da? Angel Eye ist da. Jawohl. Harlequin ist da. Ja, korrekt. Necromantix ist da. Jupp. Diffy ist noch nicht da. Banana Jochen ist da. Ja. Gonavar ist da. Jupp. Scummy ist da. Auch. Delta ist da. Jo. Killer Wasp ist da. Jo. Galeno ist da. Nein. Banana Ronja ist da. Jo. Michael ist da. Da pixeln die Nüsse bei ihm hier. Shadow ist da. Ja. Der Holzwurm ist da. Jo. Banana Betty ist da. Oh, Mahlzeit. Ja, die war gerade, glaube ich, da. Oder Philipp Flocke ist da, ne? Ja. Habe ich sonst noch jemanden vergessen, den ich jetzt hier geportet habe und den ich aber jetzt nicht aufgerufen habe? Ballerass, ne? Ja, ich bin aber extra. Du willst nicht, okay. Bist sonst Zuschauer. Noch jemand? Ich bin sonst? Der Uwe. Ich bin auch dabei. ich habe jetzt hier noch einen Morlin. Morlin, der ist hier noch im Channel, den habe ich jetzt noch nicht zugeordnet. Nee, der kackt im Brunnen. Okay. Okay, das sind gute. Ansonsten, müsste ich eigentlich alle haben. Komisch. Hey. Sehr gut. Ja, dann würde ich erstmal sagen, herzlich willkommen und vielen Dank für zahlreiche Erscheinen. Eine Freude. Ein Foto von den ganzen Bären, das sieht nämlich auch für uns Admins dann immer sehr lustig aus. Da oben sitzt ein Nichtbär auf dem Dach. Ja, der will aber auch nicht mitmachen. Ballaras wieder, ne? Genau. Okay, ich würde noch eine Minute warten und dann erkläre ich euch das Event. Was haltet ihr davon? Dann könnt ihr euch erstmal fertig machen. Wir sind fertig. Ja, also alle fertig? Gegessen, getrunken und genug trainiert. Energy Drink? Wenn losgeht, oder? Oder kann man den jetzt schon? Das ist ein gelber Bulle. Keine Ahnung. Musst du selber wissen, wann du den trinken möchtest. Ne? Also, jeder von euch hat jetzt eine Tasche.
ein Bärenkostüm und in dem Bärenkostüm, in der Tasche war noch ein Energy Drink, glaube ich, drin. Ne? Ja. Irgendwie waren zwei drin. Was? Glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Wer hat den Hund? Warte mal, wo ist Bambi? Wo ist Bambi? Komm mal bitte zur Tür hier runter. Wartet. Habe ich zwei Energy Drinks in meinem Rucksack? Hallo. Wie die mit dem Bärmaske trinkt. Hat er? Hast du irgendjemand einen geklaut oder was? Nein. Na klar. Hast du einen mitgebracht vorher? Dann schmeiß den einen bitte weg. Jeder soll einen haben. Das ist Doping. Okay, statt denn eigentlich. Oh, da trinkt den schon jemand. Oh. Okay. So, 25. Ich würde jetzt erstmal erklären, wie das Spiel hier abläuft. Um 20.30 Uhr mache ich das große Tor auf. Richtung Norden, also von euch aus gesehen links, ist eine Brücke. Ja. An der Brücke befindet sich ein großes Tor. Durch dieses Tor, also ihr müsst erstmal rüber schwimmen auf die andere Seite. Schwimmen, ganz wichtig, nicht laufen. Und auf der anderen Seite dann aus dem Wasser bei dem Tor steigen. Und dort gibt es Hochstände, die euch den weiteren Weg zu einer Wechselzone zeigen. Oh Mann, ich werde so verkacken. Wie kann ich, muss ich von hier schwimmen oder kann ich erst ein Stück laufen und dann rüber schwimmen? Nee, du sollst direkt hier ins Wasser rein. Okay. Aber genau einfach gerade raus rüber schwimmen oder müsst ihr zu dem Tor hinschwimmen? Ihr müsst zu dem Tor hinschwimmen. Okay. Also Tor. Links Richtung Brücke halten und da ist ein großes Flugzeugtor. Man sieht es. Man sieht genau. Es. Und da sind auch zwei Feuer, ne? Für die Leute, die gerade ein bisschen näher dran sind, habe ich da noch zwei Feuer hingemacht, damit man weiß, wo man ansteuern sollte. Auf der anderen Seite die Wechselzone. In diese Wechselzone hinein, da steht ein Haus. In diesem Haus sind andere Klamotten. Da könnt ihr euch dann, oder sollt ihr euch auch umziehen, weil die Bärenkostüme sind ja recht schnell nass und wir wollen ja nicht, dass ihr euch erkältet während der Fahrt. Dann ist dort an dieser Wechselzone sind auch Fahrräder. Jeder schnappt sich dann ein Fahrrad. Das könnte ein bisschen schwierig werden. Wir spawnen dann gegebenenfalls noch Fahrräder nach, wenn die da ein bisschen rumbaggen. Aber es ist eigentlich für jeden ein Fahrrad dort. Abschubsen. Auf diese Fahrräder setzt ihr euch dann drauf und fahrt dann entlang der Straßen, die abgetrennt sind. Das heißt, oder gesperrt sind. Das heißt, es sind alle Straßen, wo ihr nicht lang fahren dürft, sind durch Sandblöcke gesperrt. Ah. So, ihr fahrt dann einfach diese Route entlang und immer nur auf den Hauptstraßen bleiben. Es gibt keine Feldwege, wo ihr lang fahren müsst. Ihr sollt auch nicht irgendwie über Rasen oder sowas fahren. Ihr sollt immer nur auf den Hauptstraßen bleiben. Okay. Auf der Fahrradstrecke gibt es 6 kleine Häuser, wo ihr jeweils anhalten müsst. In diesen Häusern befindet sich ein Schild mit einem Buchstaben drauf und ein Schrank. In diesem Schrank befindet sich ein Item, was ihr mitnehmen sollt und in euren Rucksack packen müsst. Okay. Den Buchstaben, den ihr da drinnen seht, auf diesem Schild, müsst ihr euch am besten notieren oder müsst ihr behalten, weil das nachher am Ende ein Lösungswort ergibt. So, das heißt, es gibt 6 von diesen Häusern, die bitte alle ansteuern, 6 verschiedene Items aufnehmen und dann die Fahrradtour fahren. 6 Buchstaben aufschreiben. Und 6 Buchstaben aufschreiben oder einfach so behalten. Ich sehe aber trotzdem das erste Ziel, nicht das Tor. Ich glaube, die Masse wird schon in die richtige Richtung schwimmen, einfach sich da dran heften. Ja, also Tim, ja? Tim, wenn du jetzt links, also wir haben ja rechts eine Brücke und links hinten, siehst du den Berg? Das kannst du nicht verfehlen. Also die linke Brücke auf der anderen Seite. Einfach. Ey, das ist so groß, ey. Da kannst du hinspucken. Tim hat eine Brille, lass den. Ah, ja, jetzt sehe ich eine Brücke doch. Und wir müssen jetzt kommen hier ins Wasser, oder wie? Genau. Direkt hier ins Wasser. So, und jetzt mal kurz noch zum Ende. Jetzt habt ihr die Fahrradtour hinter euch. Die ist ein bisschen länger. Nach dieser Fahrradtour gibt es eine große Base, wo ihr dann die Fahrräder abstellt. Dort gibt es keine Wechselzone, also ihr behaltet die Klamotten an und fangt dann an zu laufen. In dieser Wechselzone, das ist ein großes Labyrinth. In diesem Labyrinth dürft ihr dann versuchen, das Ziel schnellstmöglich zu erreichen. Und das ist das, was ich meinte, Scummy, es ist nicht unbedingt das nötig, wenn du da einen Vorsprung hast.
wenn im Labyrinth dich nicht zurechtfindet. Alles klar. Ne, also daher bringt hier ein Vorsprung auch nichts. Und auch wenn die Leute jetzt vielleicht mit einem schnelleren Skill dann davonfahren mit dem Fahrrad, ist es für alle noch nicht, dass sie noch nichts gewinnen können. Ne? Das Labyrinth ist das Entscheidende, wo die Leute dann ja als erstes ins Ziel kommen müssen. Du wieder eine volle Blase, ey, Mann. Gut. Ja, ich hoffe, wenn ich das einer hat aufgepasst, du weißt, wo es lang geht. bleib immer hinterm Ersten. Okay. Alle mir nach, ich folge und euch. Und Bob vom Schluss einmal umschubsen. Ich würde jetzt sagen, weil das jetzt gerade doch ein bisschen mehr Leute sind als erwartet, würde ich jetzt noch 5 Minuten geben für Rückfragen und dann würde ich um 5 nach das Event starten. Wir wollen starten. Los, Mann, es ist kalt. Ja, ich will los. Die ganzen Skills gehen in den Keller wegen dir, weil du immer nur so quatscht. Dann war das Tor jetzt hier auf. Mach einfach 5 Minuten ist gut, da kann ich noch eine brauchen. Gut. Darf ich dir aber schon das Lösung vorschicken? Es ist nie Galeno, weil es sind mehr Buchstaben. So, und zur Warnung, alle, die ganz hinten bleiben, ich habe ein Gewehr dabei. Ich liebe Bärenfleisch. Also 5 Minuten Raucherpause. Also bist du Naturbursche. 5 Minuten, genau. Von Nordost ist das. Wenn ich auf Kompass gucke, ist Richtung Osten. Ja. Im AirDrop C1, da sind alle 6 Buchstaben drin. Glaube ich auch. Ich habe leider kein Knackzeug dabei. Und Negro, du machst jetzt keinen auf IT, ne? IT nicht, aber Richtung... IT. Aber Striker, du hast drüben das Auto hingestellt? Wolltest du nicht sagen, Mann! Galeno! Nee, ich werde schon nicht nach Hause telefonieren, ne? Lass mich endlich raus, da steht mein Flugzeug. So, ja, 2 Minuten. Und ich glaub, genau, 2 Minuten. Okay, ich komme wieder. Schön hier bei dem Event ist, man kann beim Schwimmen Bier trinken. Das ist cool. In real life, ne? Welche Schubkarre gibt es dann als letzter Platz? Die nicht selbst craftbare, also die... Also die Metallene. Also Metallene. Lohnt sich sogar letzter zu sein. Dann. Die will ich nicht. Was haben. Bekommt man als Zuschauer? Den Spaß. Spaß. Die Pompons. Kannst du drüben die Bärenfelle einsammeln. Welcher Bär kackt da schon wieder? Der Nico, Kackbär. Ich hab dir in deinen Rucksack noch ein paar Steine reingepackt. Ist das in Ordnung? Groß. Ich hab keine drin. Also ein Tipp, umso leichter ihr seid, desto schneller schwimmt ihr. Oh, rausgeflogen. So, und ich würde die Pfütze jetzt noch nicht rauslassen, das könnte nachher ein Antrieb sein. Nabentrieb. Genau. Hallo. Hallo. Der Noob, hallo. Vor 2 Tagen neu auf dem Server gejoint. Ja, herzlich willkommen. Und wie gesagt, ich höre erstmal nur zu, weil ich bin gerade erst nach Hause gekommen. Von daher, mal gucken, wie ihr alle so umpirscht. Hallo, Nuke. Moin. Ich gucke auch mal, dass ich den Bildschirm übertrage. Ich wollte gerade sagen, wir können ja Drohnen-TV anmachen, ne? Genau. Ihr könnt mir einfach ein Motorrad spawnen und dann fahre ich vor allen weg und schreien alle, ey, da ist ein Schummler. Flugzeug. Mit dem Fürsten zu gucken. Flugzeug im Fallschirm. Kann jetzt mal so. So, letzte Minute. Machst du auch noch einen Fürst? Kann ich, was willst du denn? Ich kann nur hochkommen, Papi. Unterhosen. Es geht los. Es geht los. Was? Wer ist am Einloggen? Okay. Dann sag, wenn du da bist. Ich guck dir bloß. Oh Mann. Du kannst auch zugucken. Dann warten wir noch, bis er eingeloggt ist. Vorbei, ja? Ich hab mich jetzt natürlich am Feuer verbrannt. Ja. Ne? Ich auch. Ich bin gerade irgendwie reingeleckt. So, ständig, wie schaut's aus? Ja, bin da. Bist da. Dann würde ich sagen: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und viel Erfolg. Ey, steht im Weg. Das sieht so geil aus. Sieht geil aus, ne? Mit den ganzen Bären da. Philipp, Flocke. Bärchen. Ab ins Wasser. Und dann Richtung Osten. Wir sind alle so nah. Die alle. Soll ich da irgendwas Besonderes drücken? Mausrad drin. Mausrad vorne drin. Ach, was ist das für eine Strömung? Ich muss schon mal jemanden anscheißen. Ja. Jemand ist ganz links, der ist am Land lang gelaufen. Oh, nee.
Er ist direkt ins Wasser gesprungen. Sind alle im Wasser. Wie kommt der so weit da nach vorne? Links. Oh, Mann. Schwimmen. Ach, Jackie, du musst noch ein bisschen weiter Richtung Norden. Alles klar, ich muss erst mal hochkommen. Ich hab Vorteil. Du musst mit dem Maus halt nach vorne. Du treibst gerade in die falsche Richtung ab, Jackie. Ja, ich hab mein... Kompass vergessen. Das sieht aus. Ich hab nur noch 35 Ausdauer. Na, das ist voll schon, man soll schon zu dem Tor, was da vorne ist, oder? Genau. Ja. Ey, wer ist denn da vorne so weit vor? Hacker. Der hat sich aufgewahrt. Der hat jetzt einen extra Antrieb. Der hat einen Außenbordmotor da dran. Ja. Der furzt die ganze Zeit beim Schwimmen. So, ich spare mir mal die Energie. Und man wundert sich, dass auf einmal ein Snickers im Wasser neben einem schwimmt, ne? Nee, dabei Mars. Bin ich doch gar nicht im Wasser. Weil kein Snickers war ein Mars. Ist weiter, als ich gedacht habe. Kommt kein Hai? Nee. Hier kommt kein Süßwasser. Da kommt kein Hai. Komm, ich wärme euch das Wasser vor. Nicht hinter mir schwimmen, ist gefährlich. U-Boot-Torpedos. So, ich habe euch das Wasser, was aus dir entgegenkommt, und warm ist es meins. Ich bin auf jeden Fall nicht letzter, aber. Du bist bestimmt auch der gelbe Schneebälle macht, wa? Da schwimmt ja schon einer am Limit hier neben mir. Wie kann man denn hier eigentlich jetzt wieder zu Kräften kommen? Geht mir dann unter? Ne, du musst halt nur nach vorne weiter drücken, also W gedrückt halten. Langsamer wirst. Genau. Nicht übers Wasser, über Land laufen. Wieder ans Wasser rein. Strömung drückt mich irgendwie immer zur Seite. Ja, die Strömung haben die alle. Cheater-Strömung. Immer schön im Wasser bleiben. Wenn er wieder ein Labyrinth kommt, dann ist Gott nicht einfach bei der Strömung immer. Ich weiß. Direkt wieder ins Wasser rein. Nekro ins Wasser. Oh, da wird einer schon richtig abgetrieben. Ich kann mich ja nicht bewegen. Doch, du musst immer W gedrückt halten. Dann kannst du auf jeden Fall an der Stelle bleiben. Da treibt aber einer schon richtig weit ab. Oh je. Meine Füße sind nass. Ich kann laufen. Im Wasser. Nicht wieder ins Wasser. Los, alle rein ins Wasser. Nicht stehen bleiben. Scheiße, ich hab nasse Füße. Oh, Alter. Oh nein, wie kann das nur passieren? Also ich bin noch trocken. Wer will, kann sich an mir reiben, um wieder trocken zu werden. Das ist sehr eklig. Ich glaube, mir wird schlecht hier. Ja, ich will mich an keinem reiben, bitte. Aber du kannst mir, was? Nein. Mach mir den Baum, ne? Der Schambär. Der Schambär, auf jeden Fall. Alter, ist das weit. Ja. Nee. Ey, stellt euch nicht so an. Das ist Iron Man, hat keinen Kinderspaziergang. Ja, da, genau, Iron Man, ne? Also los. Na, am Ende kommt eh ein Labyrinth. Ist Bambi eigentlich auch dabei? Ja. Aber Bambi! Die führt schon wieder. Ja, nee, würde ich nicht behaupten. Wie beim Schießen. 100 Point. Das muss ich auch noch pinkeln. Da kann ich ja nicht. Das ist Glitzer so hier. Da kann ich ja nicht. Außerdem habe ich rote Haare, ich bin immer Schlusslicht mittlerweile. Das ist kein Wunder, ne? Ach ja. Nahezu spektakulär. Wahnsinn, wie sich das zieht. Da läuft einer ganz hinten übers Wasser. Ja. Ja, du hast so Baustellen. Ins Wasser. Die sind halt relativ ist mir aber auch passiert. Ich bin auch immer gelaufen. War irgendwie Boden unter meinen Füßen. Da ist das Wasser nicht so tief. Der hat sich auf den Fischen abgestützt, die unter dem waren. Er hat sich von den Fischen tragen lassen. Wenn ich mich als Admin jetzt teleportiere, wäre das Mogeln? dann überhaupt nicht. Dann hast du drei andere Admins, die dich in das Gefängnis teleportieren. Mogeln ist nur, wenn du es überlebst. Du kannst auch die Drohne nehmen und dir die Buchstaben holen. Du hast dein Bild hängt. Ja, sorry. Okay. Was für ein Einkauf?
Los, Gami, jetzt sind noch 10 Meter, packst du. Kluck, 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 weg ist er. Wie ein Backstein, oder was? Ja. Nicht weit, sondern tief und lang. Das heißt, das nächste Mal hätte ich noch einen Schnorchel dabei packen müssen. Die Strömung ist hart. Müssen wir da auf jeden Turm hoch? Nein. Nicht hoch. Das ist nur der Weg. Also durchlaufen. Leute, ich würde mal gerade schwimmen. Ihr schwimmt jetzt gleich in einem Flussarm rein. Muss man durch das Tor? Ja. Ja, aber irgendwie wegtreiben die ganze Zeit. Das ist Verströmung. Ich bin genau gerade drauf zu. Alles ist rechts von mir. Ja, hier ist schlimm, die Strömung. Kurz vorm Tor ist echt hart. Guck mal, hier müsst ihr alle hin, zu mir. Ja, da hinten, wo er winkt. Der Winke. Ey, die Strömung ist echt heftig. Also man treibt ja, hier ist er heftig, ganz. Also man hat echt keine Chance, da irgendwie hinzukommen. Man treibt wirklich die ganze Zeit ab. Aha, da zieht jetzt einer vorbei. An den Führenden. Aber es hört sich lustig an, da gerade mit dem Mausrad bei irgendjemandem. Bei mir bestimmt. Das hat sich durchgerollt. Top, noch 20 Meter. Wer da hinten rumdänzt. Warum taucht der jetzt? Es ist halt irgendwie doof, ne? Sobald man 1% hat, bleibt man einfach im Wasser stehen. Da kann nicht mehr schwimmen, da muss man warten, bis man wieder Energie hat. Scammy, du schwimmst jetzt in die falsche Richtung, ne? Ja, aber der taucht ja. Ach so. Tau ich, Scammy. Was sollen wir tauchen? Sieht episch aus mit den Feuern. Ja, Grüzi, siehst du nochmal, was ist für Strömung hier? Oh, da vorne kommt der Erste an. Hier kommt mein Bärchen. Hier, komm her zu mir. Ja, da seid ihr, wenn mir schlecht geht. Aus mir gehen wir aus dem Bild, ey. Na komm. Komm zu meinem Gebetsbruder. Oh, so, der Erste kommt jetzt an Land. Da bin ich auch schon fast dran. Und berührt. Airdrop. Nein, Quatsch. So. Delta ist im Moment Erster. Vor dem Zweiten. Nummer 2 mit Radio. Ist Galeno. Der Zweite ist Galeno. Erster vor dem Zweiten. Ja. Ah. Und der Dritte kommt jetzt, Harlekin. Vierte Blady. Boah, ich komme nicht voran mehr. Hallo, hier musst du lang. Kann ich nicht rein aufmachen oder sind die offen? Hier rein. Hier war die Klamotten ausziehen, okay. Oder? Ich habe die Schlösser rausgemacht. Okay, sehr hier vorne ja. Kommt ihr rein. Am Fahrrad so. Die Klamotten ausziehen, ne? Hier. Da gibt es ein Haus, da bitte hier einmal kommt umziehen. Hoch. Okay. Die Ersten sind also jetzt links rum, Galeno. Da gibt's ein Schild, was nach links zeigt. Da schwimmt einer komplett wieder weg. Also aber so erschreckend. Oh, ich bin da schon fast da. Andere Seite rein. Es hört ich komme nur hoch. So. Du musst mit Leertaste. Jetzt kommt ihr zu mir. Da kommt ihr am einfachsten hoch. Was? Jetzt soll ich die andere auf. Ausrüsten, das was da drin ist oder was? Genau, also, richtig. Ich komme nicht voran. Irgendwie auch nicht. Ja, streng dich an. Den Rucksack bitte mitnehmen, ne? Den braucht ihr noch. Wo ist dein Rucksack? Da hat irgendjemand den Rucksack draußen liegen lassen. In dem, wo du anhattest. Ey, ich bin schon wieder weit weg, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Hier ist kein Rucksack. Ach, unseren Rucksack. Du hattest ja einen an, oder? Boah, ja. Kämpf. Okay. Los. Hoch mit euch. Der Eingang. Das ist ein Ausdauertank. So, der Erste ist auf dem Fahrrad. Hin. Der Galeno führt im Moment. Hallo, zurück, Galeno. Die Scheiße können wir jetzt ausziehen, oder was? Da gibt's was zum Umziehen. Einmal umziehen, bitte. Aber wichtig, den Rucksack müsst ihr anbehalten. Geht da mal weg. Mach mal Platz. Danke. Hier kommen die letzten 5. Wo sind die Fahrräder? Da komm. Ich komme nicht an Land. Ich komme nicht an Land. Das dauert ein bisschen. Richtig schön ziehen. In die Kuhle rein hier. Admin Base. Ansonsten, wenn. Könnt ihr mal ein Stück von den Schränken. Wenn das mit den Fahrrädern da vorne nicht funktioniert, ich spawn hier nochmal ein neues Fahrrad. Auf der Straße. Oh, die sind, aber auch schön. Oh, das ist ja doof. Gefährlich. Das kommt. Ihr zwei schafft es auch noch. Aber ich hab mich nicht umgezogen. Ach, andersrum. Einmal umziehen, Steffi, ganz wichtig. Du musst dich umziehen. Einmal eine Hütte, bitte. Hier. Ich sterbe schon wieder. Draußen stehen Fahrräder. Na, ich komme ja noch nicht mal bis zum Raus. Total irritierend mit diesen blöden Umziehen. Die springen die ganze Zeit auf die Fahrräder drauf. Ich komme hier gar nicht weg.
weil das alle machen müssen. Ja, jetzt. Das müssen sie jetzt ziehen. Dann geht andersrum. Genau, dann geht es so rum. Ich merke es auch gerade. So, bei mir ist noch ein Bärchen im Wasser. Ja, es belästigt. Es ist wie eine Mauer hier. Ich komme da nicht durch. Hey, hier ist ein Bär. Ah. Dann lass den Bär sein. Ihr wart bis gerade ja auch noch ein Bär. Hier vorne. Hallo. Mein Hinterrad eiert. Also ich meine einer so wie ich, aber nur als Bärenkostüm. Oh. Ja, aber. Also, ich mach was. Warte, dann schmeiß mich. Wo ist eigentlich der Jan Bullrich heute? Wollt ihr nicht Jan Bullrich da mitmachen? Bei Jan Bullrich hat Fressnarkose, der hat vorhin 56 Gramm Beef. Was ist denn jetzt für ein Wolfskostüm? Was ist denn das jetzt für eine Scheiße? Kann man denn den Schrank nicht aufmachen? Das letzte Bärchen ist unterwegs. Geht doch mal wieder raus aus dem Schrank, ihr müsst doch nicht eine Viertelstunde drin bleiben. Sind das Zahlen oder Buchstaben? Hast du Buchstaben? Aha, ich hab einen Buchstaben gefunden. Ich hab eine 8 im Rad. Ja, ich auch. Hier rein. Der Buchstaben. Wo ist denn Galeno sein Rad? Ich will Galeno sein Rad nehmen. Wo ist denn der Buchstabe? Ich habe es nicht gesehen. Das ist keine Mountainbikes. Das ist ein Schild in der Hütte. Da ist der Buchstabe drauf. Aber noch nicht im Umziehding, oder? Nein. Nee. Ein Schild. Genau. Jetzt gerade ein paar Gonavar, du bist noch in der Wechselzone, ne? Du bist noch nicht in dem ersten. Ich muss in die erste. Muss ich? Genau. So einen Hut anziehen? Nett. Klein. Oh, musst du nicht gucken. Da kannst du anziehen, was du möchtest von den Sachen. Muss man einen aufhaben? Nö. Sehr schön. Habe ich denn einen auf? Ist ein Buchstabe oder eine Zahl? Das ist ein Buchstabe. Ach, da hinten. Ach, da hinten. Alles klar. Auf dem Strauß da draußen stehen noch Fahrräder, ne? Die nicht verpackt sind. Oh, scheiße, mein Ausdauer. Hier möchte jemand mit, nur noch mitfahren. Er hat keinen Bock, selber zu trampeln. Wo ist der Buchstabe? Der ist in der Hütte drin. Das heißt, in der Hütte ist ein Buchstabe auf dem Schild. Und bei mir fallen einfach nur Fahrräder ohne Menschen. In der Umziehhütte auch? Nein, umziehende Hütte nicht. Das ist eine Wechselzone. Oh Mann, hier, ey. Das kann ja nicht wahr sein. Hier, ich mache dir gerade ein Fahrrad frei. Für den letzten. Ich fand deinen Windschatten-Striker. Ja, mach das. Mich überholt gerade ein leeres Fahrrad. Hätten wir das mitnehmen müssen, was in dem Schrank war? Hier ist ein leeres Fahrrad für dich. Wie bitte was mitnehmen? Das, was im Schrank war, im Box? Ach, ja, Scheiße. Richtig. Ich bin so lahmarschig, ne? Da ist ein Fahrrad für dich. Den scheiß Rucksack, ey. Ich hab noch gesucht, ich bin echt zu dumm dafür. Ey, Geisterfahrer! Erstmal hier. Da fährt er zurück. Ihr müsst mal gucken. Ihr habt alle keine Rucksäcke an. Ja, das ist nur ein Fahrrad. Warum ist das so? Das ist doch kein Buchstabe. Doch. Die liegen alle noch in dem Haus. Fahrt zurück. Nee, fahrt zurück. Drinnen. In der Hütte. Innen. In der Hütte. Steffi, in der Hütte. Nicht draußen. Geisterfahrer. Warum liegt denn da der Rucksack drin? Ist doch unglaublich, ey. Da hat irgendjemand dann keinen Rucksack. Der kann auch nicht gewinnen, wenn er im Ziel nicht den Rucksack dabei hat. Aber ich hab den, wenn ich vom Fahrrad absteige, habe ich den Rucksack wieder auf. Was ist denn das? Ja, das ist ja richtig. Ja, hast du auch den Rucksack auf. Denk fest, Hilfe! Fahrrad nicht angezeigt, der Rucksack. Ich unterstütze mal den Letzten, der bei mir ist. Mein Fahrrad will nicht mehr, Hilfe! Von wem ist das? Zweite Hütte. Banane, Jochen. Warte, ich stell ein neues hin. Los, danke. Oh, die haben den. Danke, danke, danke. Zieh. Ach ja, schon. Das hängt an der Palisade fest. Ja, gut. Wir löschen ja eh nachher die ganzen roten Fahrräder. Yep. Ich hatte aufgeschrieben, ab 137 die IDs. Die roten Fahrräder werden wir dann alle wieder runterschmeißen. So, Galeno Blady ist. Delta ist ganz weit vorne im Moment. Ist ein bisschen abgerissen vorne. Ja, aber ist noch eine lange Tour. Wohin geht die denn? Die geht runter bis in die Z0, in die neue Safe Zone. Also geht auch mal ein bisschen bergab hier, das geht ja nur bergauf. Gut, und die haben ein Stück. Ah, das ist richtig. Und zurück wird gelaufen? Zurück. Zurück müssen sie vom Hai wegschwimmen, vom Hai wegschwimmen. 6 Buchstaben waren das insgesamt, ja? Genau, richtig. Ich habe 4 Fahrrad hinter mir, ohne dass einer drauf sitzt. Das hat was immer mit der
mit dem Ding zu tun, mit der Aufmerksamkeitsskill und dem Ansicht. Und bei der Tarnung. Das ist natürlich auch gut. Buchstabe nur meine Fresse ist sehr flott hier. Falsch, richtig? Warte, ich guck mal. Ja, feste. Ja. Oh, hab mal ein bisschen Power hier, ey, sonst komme ich hier nicht auf. Welcher Platz bin ich, wenn ich fragen darf? Nicht Erster. nicht unter den ersten fünf. Regnet's, oder? Oh. Was ist das? Ja, das machen wir aber aus, oder? Ja, bitte. Mach ich gerade. Ja. Machst bin du? Ich Sechster? Ja. Ist doch egal. Oh. Ach, Steffi. So. Was hat der denn für ein Fahrrad da vorne? Der hat ein E-Bike. Boah, hier, ey, das kann nicht wahr sein. Was macht denn der hier? Ein E-Bike. Ich glaube, so viele Fahrradfahrer auf einem Fleck, beziehungsweise insgesamt auf der Map, habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Gleich stehe ich hier. Verpasst das nächste Haus nicht, ich habe keinen vor mir. Ist das schlimm, wenn man den Berg wieder rückwärts runterrollt? Ja. Dann hast du zu viel gegessen beim Start. Das passiert jetzt gleich. Boah, das ist ja nur ein Hügel. Fahr hoch, du Hansel. Steffi gibt alles. Ansonsten schnallt das Rücken am Rad. Nee, das Rad am Rücken so. Und lauf rauf. Den Windschatten nie klaut. Also die Teilnehmer, die sich jetzt überlegen, ob sie sich verfahren haben. Also wenn ihr Schnee seht, dann seid ihr falsch. Gut. Auch so geht aber gerade. Aber ich bin trotzdem da. Oh Mann, ey, was ist das? Ich hab mal wieder einen vor mir. Ja. Oh, totgefahren. Ich habe einen Zombie mit dem Fahrrad totgefahren. Ich bin dafür extra Punkte. Nein. Ich bin der Letzte. Der Letzte ist bei mir. Wie bei dir. Das macht ihr nur wegen der Schubkarre. Also ich war hinter jemandem, der wirklich der Letzte ist. Ey, mein Item hat's vorhin nicht genommen. Oh, wie mies ist das denn? Na, da war's das schon für mich. Fahr doch zurück. Doch. Dann ist mir die Schubkarre sicher, ja. Geht die nicht schneller, die Fahrt? Nee, du darfst das Labyrinth nicht unterschätzen. Genau, du darfst das Labyrinth nicht unterschätzen und du musst auch ins Ziel ankommen, damit du halt den letzten Preis bekommst. Leute, genau, die unterwegs aufgeben, die kriegen das nicht. Nehmen sie mir unter mein Fahrrad weg, ja. Ich lieg neben meinem Fahrrad und die klauen es mir. An welchem Stopp hast du verloren? Am der zweiten Station. Aber Bali, nicht mir den hinten Schrank gerannt. Ich darf nicht eingreifen. Jawohl, ich überhole jemanden. Ich fahr zurück. Hm? Ich gebe gerade dem letzten Mal meine wenigstens Anspruch. Ich bin über die Beine gefahren. Ey, TV. Wie soll ich jetzt noch radeln? Ja, das ist, irgendwie muss ich auch gewinnen. Ah, da ist die nächste Hütte schon. Ja, komm, ja, wenn ich über meine Beine trullern. Muss den Berg hochkommen. Hä, wer kommt da zurück? Zieh, Junge, zieh! Warum kommt da einer zurück? Gegenverkehr, Bambi! Hup, hup. Klatsch ab! Warum fährst du zu... Achso, du musst das wiederholen, das Item. Ja, mir hat's das Item in den Rucksack gezogen vorhin. Oh, ich trag das Fahrrad den Rest. Ich bin schneller, ich glaube, ich renne schneller, ey. Ich wollte gerade sagen. Merke ich mir das? Das sehe ich ja. Zieht sie vorbei, die Blady. Ja. Ich habe einen Wunsch. Mal müsste das Berg runter, müsste das abgehen wie Luzi hier, ne? Aber. Nix. Ne, das hat so eine 8, das ist schon eine 9. Das ist ja keine. An dem letzten Platz, wenn du das Mausrad nach vorne drehst, trittst du schneller in die Pedale. Ja, aber. Das schaffst du mir jetzt erst? Morgen. Was wird das denn für ein Wort? Ja, ein sehr seltsames Wort. Bettina einmal, nicht dauerhaft. Ebil. Aber du brauchst nicht dauerhaft am Mausrad. Geh mal weg von meinem Fahrrad, Blady. Vergiss es. Entschuldigung. Die beiden sehen gleich aus. Hey, ich bin aber eingestanden, ne? Blady, zieh ihm das Fahrrad. Zu spät. Hätte ich mich hinten draufgesetzt, hätte sie fahren müssen. Hier hat jemand sein Fahrrad komplett vergessen. Nee, das war festgebackt, Buggy. Also. Ey, zu stich! Was für Lame, Räder. Du drängst mich ab!
Hier sind Zombies. Und hier läuft jemand mir entgegen. Das ist die Bambi. Oh. Wieso schaffst du mich, die zu überholen? Energy Drink. Hab ich genommen. Elter ist ja ganz weit vorne, ne? Da hat er echt guten Skill, muss ich sagen. Mhm. 7 Wochen. Junge, der hat verdammt starke Ausdauer. Der Zombie. Was soll die Kacke Oh denn? Gott, was ist denn hier vorne los? Schreiker, Banana, Joch. Zombies machen keinen Schaden, ne? Boah, ich komm nie mehr. Hier ist so ein Gelber mit einer Bärenhose. Hör mal auf, mich abzudrängen. Ist nicht witzig. Erzähl das mal dem vor uns, der hat mich nämlich... Tschüss. Was? Prost. Na Jungs, wie geht's euch? Steht er hier rum? Was hat eine Staubwolke, die vor mir macht? Oh, meine Ausdauer ist im Arsch. Upsi. Es kommt ja immer noch jemand hier hinten mit dem Fahrrad. Ja, ich bin ins Schlusslicht. Eins, noch einer. Hauptsache, ich werde die Letzte. Dann. Ich bin der letzte Fahrer. Das Safety Car. Ah, nee, das genau. Ist vorne. Der Besenwagen. Ja, genau. Das Medical Car. Hier steht ein Fahrrad ganz alleine rum. Ja, das ist meins. Ich tausch dir mal, ja? Meins hat eine 8. Das geht lau. Mein Rad hat das 16, weil das vorne und das Hinterrad wackelt. Ich will hoffen, dass das jetzt die Hütte 3 ist. Da ja. Oh, Zuschauer, hey! Yeah! Was sind die Lagen? Hätte man sich nicht. Könnte man nächstes Mal vielleicht andere Bikes nehmen? Die sind ja echt lahm hier, die Schrottping. Ich glaube, das war. Also, unsere Admins wollten ja auch ein bisschen Spaß haben beim Zugucken. Der biegt erstmal jemand ab. Ich kann ja den anderen nicht mehr einholen. Der fährt ja exakt genauso schnell wie ich vor mir. Striker, hast du Gummibärchen in der Hosentasche? Was war denn das gewesen? Wieso? Weil die Zombies sich alle verfolgen. Das kann sein. Bin ich schon im Häuschen vorbeigefahren? Ich sehe keins. Ah. Und im Strommast steht das nächste. Hey, steht jetzt sogar ein Fahrrad. Da war ich gerade. Wo ist das nächste? Vielleicht noch eine längere Tour. Also habe ich keinen übersehen zu finden. Ich weiß jetzt nicht, wie viel du gefunden hast bis jetzt. 4. 4? Warum 4? Ja, dann ist richtig. Ja. Dann habe ich einen Buchstaben vergessen. Dann kommen noch 2. Oh. Ups. Was hast du bei 4 für einen Buchstaben, Blady? Bitte? Du musst auch das Item haben. Nein, nicht sagen. Ja, die 4 Items habe ich. Ach, warte mal, jetzt war glaube ich ein I, ne, das vierte. Ruhe. Bambi, das Fahrrad da hinten ist kaputt. Echt? Ja. Nein. X ist frei? Nee, ne? Oh, Zombie. Nee. Wart mal weg da vorne, gelbes Trikot. Nein. Na gut, dann laufe ich wieder zurück. Danke. Ich gebe alles mit meinem Drahtesel. Darf ich das Fahrrad, was ich habe, denn zur Verfügung stellen? Nein. Will er gleich ihr es holen? Okay. Nein. Dann mache ich weiter den Besenkarre. Schützt du mich jetzt, ey? Hier geht der Berg runter, jetzt gib mal Gas, du! Der wird gar nicht schneller, ey! Nee, bergab fährt genauso schnell wie Dingens, ne? Ja, es ist scheißegal. Wie gerade. Mach ich mit. Aber da sieht man halt, dass ihr vielleicht dann doch nicht genug Fahrrad trainiert habt, vor dem Event heute. Straße. Hat man noch nie eins gehabt? Ich auch nicht. Ein Fahrrad extra haben wir? Ist das nicht bei Fahren mit drinne? Nein, das ist glaube ich nur Ausdauer. Und ich glaube sonst... Nicht mal das. Nur, ich habe das vorm Vibe getestet. Du trainierst keine Ausdauer, du trainierst kein irgendwas. Nee, du brauchst aber glaube ich Ausdauer, damit du länger... Du trainierst halt Fahren. Genau. Oh, wer kommt nee, fahren nicht. Fahrradfahren hat keinen Skill. Genau. Selber, und du trainierst damit auch nichts. Also nicht so, dass du Ausdauer brauchst und damit irgendwie Ausdauer und Muskelkraft trainierst. Du trainierst nichts. Nee, du trainierst nichts, aber du brauchst halt die Ausdauer. Ne? Du Laufen brauchst die Ausdauer. Und Laufen und Ausdauer trainierst du damit. Oh Gott, Alter, dieses Spiel ist so räudig. Laufen und Ausdauer trainierst du. Also Windschattenfahrer bringt auch nichts. Mhm. Hab ich dich gerade überholt, Tim, oder was? Ja. Aber netter Arsch hab ich da vor mir. Die Zombies, die sind. Also, dann hast du wenigstens was zu gucken. Die Zombies, ja, die Zombies sind schneller motiviert. Jockey ist da, der Jockey sag ich schon. Jackie, ist der behaart? Nein. Es ist Warte, nicht Moment, ich bin gleich hinter dir.
Dann hast du einen haarigen Arsch. Nee. Also ich will nichts sagen, aber Bambi nicht rothaarig, aber die wollen doch rückwärts fahren, oder? Nee, müssen wir den Arsch wieder vorwärts. Sie will das Event rückwärts fahrend machen, okay. Ach, so hellgrünes Oberteil hat. Aber Blade hat jetzt hoch aufgeholt. Mhm. Hätte ich doch noch Bohnen gegessen vor dem Event mit dem Rad. Auf. Aber der Strike hat den Galeno ganz gut überholt. Ne? Ja, die Ausdauer, die ist die ganze Zeit im roten Bereich, der geht einfach nicht mehr nach oben. Walter, komm mit! Da ja auch immer nur bergauf geht. Ich weiß ja nicht, wer die Strecke schon wieder geplant hat. Keine Ahnung. Ach, ich überfahre jetzt Blady erstmal. Die hat gerade so einen Fahrradständer auf die Straße gelegt. Da fahre ich jetzt mal ein. Bleib liegen. Oh. Siehst du, guck mal, danke fürs Runterschieben vom Fahrrad. Ab 10% lasse ich einfach los und roll. Dann bleibe ich wenigstens liegen. Krieg ich aber Ausdauer wieder dazu. Aber rollen tut das Ding nicht gut, ne? Nee. Ich wollte gerade sagen, das Ding hat eine Motorbremse oder so. Rückgewinnung. Guck mal, die Dynamo aus. Aber man kommt wenigstens vorwärts. Danach habe ich einen Muskelkater, ne? Nach dem Fahrradturnier. Hurra, ich bin ja schon, an der Ziegelstation. Mein Gott, ist ein Hund, Alter. Ich schon mal. Hallo, Jackie. Ja, ich komme wieder, warte. Na, steh da auf, Idiot. Alter, mein Fahrrad! Ja, meine Dreckhunde. Kontrahenten legen sich immer schön auf den Boden. Deswegen stelle ich es nie da vorne hin, ne? Damit keiner auf die Dicke kommt. Habt ihr wieder Galenos Rad genommen, oder? Nee, Striker hat irgendjemand anders das Fahrrad gerade geklaut. Eins! Ich habe nichts gemacht. Ich kann dir sagen, wo er wohnt. Bleibt doch in der Familie, wenn ich das so richtig sehe. Oh ja, das ist das von dir, Striker, danke. Gerne. Wenn ich jetzt aber runterfalle, ne, dann ist. Aber immer noch 1%, der hat nicht mehr Energie aufgeholt. Ich sehe nur eure Räder, ich sehe die Charaktere darauf gar nicht. Da jetzt. Crash! Der Sprung muss schon ganz schön gewaltig sein, der Unterschied. Wo ist ja echt die nächste Hütte? Da ist ein Fahrradständer. Ach, das bringt nichts. Aua! Hallo! Ein bisschen Ausdauer. Oh, Jochen. Ey, wird nicht gedrängelt. Ich wird nur überholt. Ist ja nicht mal Steffi hier. Hallo, der drängelt mich ab. Fahr doch mal links, die Straße ist breit genug. Boah, ist das eine nervige Strecke. Oh, wie weit bin ich denn schon gefahren? So, im 5. Vom 2. auf den 5. Läuft. Und noch nicht fertig. Nee. Also eins können wir dann behaupten, ne? Wir haben dann den fittesten Server nach dem Event. Nach dem Event den fittesten Server. Ja. Ja. Oder die meisten die Herztoten. Ja. Ja, ich komme nicht mehr voran, ich müsste Pause machen. Wann kommt denn die scheißigste Hütte? Baldauer pinkelt dein Fahrrad nicht an. Schmierung ist das. Achso. Das hat so sehr gequietscht, meinst du? Ja. Quiek. Oh, eine Hütte kommt noch. Die weiß ich auch, wo sie steht. Die habe ich gestern gesehen. Schlimm. Cheater. Ist das schon Cheater? Wollte ich gerade fragen. Ja, eben. Nee, da sind wir wohl gestern vorbeigelaufen. Nein! Gleich Disqualifizierung. Nein, ich komme nicht voran. Ich muss eine Pause machen. Geht nie anders. Wo ist eine Ballerast geblieben? Ganz hinten. Ich habe mein Fahrrad abgehauen. Wo kurz sorgen? Ach hier. So, da ist die Blödi. Hinter dir ist keiner mehr, ne? Nein. Wir schießen hier. Ja, mittlerweile bin ich vor ihm. War der Ballerus. Hautet ihr den immer irgendwo hin, oder was? Nein, ich fahr jetzt gerade mit dem Fahrrad hinterher. Hier, hier vorne hat gerade jemand geschossen. Ich komme überhaupt nicht voran hier, ey. Was ist denn da für eine Scheiße? Das ist jetzt unsere Strecke, jetzt geht's bergab. Da können wir wieder aufholen. Ich komme überhaupt nicht voran. Ich fahr 1 km/h oder so. Mie. Antrag ausfüllen.
Ja. Jetzt kommt sie auf Tour. Oh, jetzt kommt sie auf Tour. Der, wo die Aussau wieder flöten geht. Ah, da kommt die Rote. Scheiße. Ja, komm, lass die Arschbacken wackeln, Mädel. Jetzt kann ich erstmal mein Fahrrad hinterher rennen, wa? Nein, ich bin rausgeflogen. Das ist eine schlechte Ausrede. Er ist einfach auf euch hochgefahren. Na, für Timmy hat es trotzdem noch gereicht. Was ist denn für ein Ding? So, wo ist mein Fahrrad? Da steht's ja. Da kommt schon ein Fahrrad hinter mir angefahren und ich habe schon keine Ausdauer. Jetzt müssen wir das Wort da auch noch selber rausfinden, was am Ende wird, oder was? Ja, nee, das sagt sich dir von alleine. Ja. Also die ersten drei müssen wir das auf jeden Fall nennen. Also am besten dann im Dings schreiben, im Discord als Privatnachricht. Oh, die Kurven auch mit dem Fahrrad ist schon ein bisschen komisch irgendwie. Was war das denn, Galeno und Jochen hier? Was macht ihr denn da? Jochen, was ist los? Banana Jochen. Ich sehe zwei Leute, ey. Ich bin ja ganz so. Euch krieg ich noch, warte ab. Kriegst nicht auch. Wenn ich das sehe, Junge. Ich dachte, der Energy Drink blinkt mehr, ey. Ah, doch, okay. Wo ist denn Jochen? Hier, ach, hier. Danke! Ich hab ne Hütte verpasst, scheiße. Ich hab acht drinne vorne. Ich kann man eine Hütte. Muss Gepäck, ich tritt drauf aufs Fahrrad. Wie hab ich also, das da die Hütte? So weit ist nicht mehr bis zur nächsten Hütte. Ich merk das schon, weil. Oh, scheiße. Bist du oh, hier kommt wieder ein Bär. Gami? Ja? Die Schubkarre ist meine. du brauchst jetzt die umdrehen. Platz. Der wird noch gefeichtet. Messer zwischen den Zähnen. Ich lass dich hier nie durch, wenn du jetzt zurückkommst. Ich geh runter. Ja. Das Ende des Events verschiebt sich leider um 2 Wochen. Ich muss die Hütte 4 finden. Doch, ich muss zurück. Wie, du musst die Hütte 4 finden? Du bist da vorbeigefahren. Ja. Die waren aber nicht schwer zu erkennen. Ich hab's nicht gesehen. Er bist du auch noch nicht nee, da. Jochen, du hast auch keine Ausdauer mehr. Bleib stehen. Doch, er muss dran vorbeigefahren sein. Er war an Hütte 4 und da war keiner mehr. Nein, oh nein, mein Fahrrad explodiert. Nein, Quatsch. Also, komm, du zurück über die Brücke. Du verlierst eh noch. Nein. So, ja. Moment. Mario Kart Abkürzung. Junge! Hier kommt einer angefahren. Das oben an der Hütte. Blady kommt da auch. Hütte 4 ist doch ein Stück. Huhu. Ah, wer legt sich hier neben mir auf die Straße? Ich glaube, Hütte 4 ist bei mir hier hinten. Hey, Ziegelei. Scheiße, da habe ich auf die Ziegelei geguckt. Von wie die abbremst beim Bergabfahren. Ja, was sollst du machen? Hallo, ich krieg eine schöne Schubkarre, ich verkaufe die. Oh nein, das war meine. Oder ich tausche. In Pickup, ne? Bambi gibt ein Camouflage-Pickup und du kriegst sie. Ich glaube nicht, dass ich bis nach ganz vorne ran schaffe. Du musst auch noch Pipi in echt. Nee. Aber du hast doch schon 2. Nein, ich habe bloß 1. Kann ich das glauben? Da kommst du, ich seh dich. Ja. Ich lasse dich hier nicht durch. Meine Schubkarre. Ey, die ist besoffen, die fährt Schlangenlinien. Meine Schubkarre. Ja, dann bitte einmal blasen für den Alkoholtest. Hat mich vom Fahrrad geschmissen. Ich war gerade an dir. Bist du jetzt über das Gelände gefallen? Nee, ist Gott sei Dank nicht das Wasser. Was ist mit Blaine los? Hat ein Fanclub mit? Ja, meine Fans, wie immer. Wo du gerade sagtest, ja, der muss gerade am Blasen frei zapfen, ne? Hat das Wort was mit Scam zu tun? Vielleicht. Ja, hat es. Ich über 18, 18 plus. Ich glaub mit einer Person sogar. Halt, das heißt aber anders. Am Zapfen blasen, nicht blasenfrei zapfen. Das ist jetzt die letzte scheiß Hütte, Mann. Ich dachte, die kommt nach der Brücke. Mann, Tim, du bist dich nur am Aufregen, ey. Ist ja schlimm. Fahrradfahren voll nervig ist. Ja, aber da musst du doch nicht mitmachen. Bevor die Brücke kommt rechts, musst du nochmal zurück. Nein, also ich hab hier hinten den Spaß meines Lebens. Es kommen immer wieder Leute zurück, ne? Ja. Nee. Sie wollen mich hier nicht alleine lassen. Ich hab niemals. Die kreisen wie die Geier um mich rum. Jetzt habe ich sogar vorne eine 8 im Rad. Wie jetzt erst? Quer auf den Asphalt gelegt hier, dass wir dann nicht mal mehr vorbeifahren kann.
Der Schade ist ja aus, oder? Weil hier Zombies an der Hütte sind. Ja, ja. Warte, ich komm dir helfen bei den Zombies. Weit kann die letzte Hütte ja nicht mehr sein. Ihr müsst die alle tothauen. Oh, jetzt klettert der Idiot schon wieder. Los, Dremel. Ich komm nicht voran. Oh, endlich mal wieder was Trinkendes. Ich brauche eher was gegen Krämpfe, der hat glaube ich Wadenkrampf. Aber es trinkt Essen super, also kein Problem. Hä? Magnesium! Mann, sind das backend. Aber die Ausdauer, da kämpft man mit. Bin ich an der Hütte schon vorbeigefahren? Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass ich die letzte Hütte eben verpasst hätte. Aber kann man doch gar nicht. Nein, die hast du noch nicht verpasst, Tim. Nee. Ah, da ist er, endlich. Hier kommt einer! Die hat noch ein Bärenkostüm an. Das ist falsch. Nochmal zurück. Nochmal zurück. Na los, Trampel. Balli, du hast noch ein Bärenkostüm an, du musst dich umziehen. ich mache euch hinter euch den Weg sauber. Wo ist denn die Scheißhütte hier? Schön wäre, wenn die das Fahrrad so ausrollen lassen würde. Beim Strommasten, Scummy. Rechte Seite ist Strommast. Ja, wieso kriege ich keine Ausrollen? Ich mach doch gar nichts. Warum wir zur Platzierung kriege? Rangfolge? Ja, können wir gleich nochmal so ein bisschen durchgeben. Ich wollte gerade mal was anderes schauen. Dadurch, dass so viele Leute hier bei dem Event mitgemacht haben, ist es natürlich auch mal interessant zu wissen, wie viel gerade online sind auf dem Server. Im Moment sind 46 Leute auf dem Server. Wow. Oh, und 25 waren jetzt beim Event mit. Nein! Nur 23, glaube ich. Was habe ich getan? Ja, jetzt fehlt bloß so, dass wir rausfliegen werden im Fahrer. Nein, das hoffen wir mal nicht. Weit kann die Hütte nicht sein. Kann es sein, dass man eine Hütte nicht sieht? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Nein. Also ich habe die jetzt immer gut erkannt. So. Ich glaube, der sucht sie bei der Bei der Ziegelei. Platzierung. Höher noch. Delta erster. Noch höher? Ein Stück nach Norden noch. Rechte Seite Strommast. Genau. Striker zweiter. Blady derzeit dritter. Oh, da ist die Hütte. Vierter. Na, wer ist das? Jochen. Banana Jochen, 4. 5 müsste dann, denke ich mal, Galeno. Shadow. Ich wurde gerade wiederholt. Ich bin gerade wieder rausgeflogen. Ronja 6, Galeno 7. Ich verstehe nicht, warum der die Ausdauer so langsam regeneriert. Wie ihr das alles schafft. Aber heftig ist das auch ein Wert für, oder? Hinter dem Hügel. Ständig besoffen 10. Der Zombie 11, ah nein, Gonavar 11. Negro 12. Ich war Zweiter und bin jetzt auf 7 oder 8 zurückgefallen. Killer war 13, Michael 14, ja. Angel Eye 15. Wir fahren rückwärts. Schießt wohl einer auf mich. Da schießt keiner auf dich. 16 ist Steffi. 16? 17, Banana Betty. Ah, warte, da kommt ein Labyrinth. Ey, der schneidet die Kurve. Der Zombie rennt schneller als ich einen Berg hochfahre mit dem Fahrrad, Alter. Ja, das dachte ich mir auch gerade so, ne? Dann kommt der Holzwurm. Dann gehe ich von aus, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, Bambi und dann Scummy? Oder Zombie ist Bambi auch wieder zurückgefahren? Nein, ich bin nicht zurückgelaufen. Dann kommt Bambi und dann kommt Scummy. Mir hat die 400 gefunden. Der fährt nochmal zurück. Okay, das hat noch ein Stück vor sich. Wie weit ist das denn vom letzten Hütte bis zum nächsten? Das zieht sich ganz schön. Ich glaube, Metzmas hat wieder tierisch übertrieben. Das stimmt wie immer. Oh, ich habe jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Buchstaben. Ich guck da auch ständig hin und weiß nicht, was das für ein Wort sein soll. Ich? Gott sei Dank, ich bin erster. Nein! Ja, ich hab das Rätsel schon gelöst, das heißt. Schreib's mal in grün, bitte.
Nö. Alle sollen den heiligen Balaras anbeten. Ich brauch mal so, hier. Der erste ist in dem Labyrinth. Boah. Sechs Buchstaben müssen es sein, ne? Ja, genau. Ja. Metz, wenn ich dir jetzt das Wort schreibe, zählt doch nichts, ne? Nein. Da muss ich zusammensetzen oder was? Oder sind die da rein? Nee. Doch. Die sind durcheinander, du musst die zusammensetzen. Die sind durcheinander, aber ich wusste sofort, welches Wort das ist. Wenn man es nicht weiß, was dann? Den letzten Buchstaben vergessen. Ich war drin und haben wieder vergessen. Wenn man es nicht weiß, dann musst du überlegen. Ja. Weil ich weiß immer noch, ich gucke ganz da drauf, aber ich weiß es nicht. Ist ja nicht eine deutsche Sprache. Wir haben ihn gefunden. Der zweite geht jetzt in das Labyrinth. Ich krieg eine Schubkarre, Duda, Dreher. Muss das Fahrrad auch da rein? Na klar. Ja. Du musst mit dem Fahrrad durch. Oh. Durch Labyrinth. Und rückwärts wieder raus. Jawohl. Ist das jetzt hier das Labyrinth? Wo muss ich da? Ach, da ist er eigentlich. Ich roll ganz bequem bergab. Hey, der drängt mich ab hier. Was haben so viele Hügel, man, das bergauf fahren, das kostet Ausdauer. Kann ich ihn ja rammen, warte. Hab ich dir geholfen? Oh, das ist gestorben. Ja, das ist mein Zweiter gewesen, der war am Feuer. Oh, Scummy ist auf dem Rückweg. Ja! Ich werde euch alle kriegen. Was ist denn das für ein scheiß Lösungswort? Ich hab da ja einen Verdacht, aber das kann ja nicht sein. Das Lösungswort ist so easy, ne? Hier steht das Bärchen ja immer noch und... Ja, das Bärchen wartet auf den letzten. Hol dir mit deinem dicken Arsch, Fräulein. Ach so. Ah, was war das? Ey, das Bärchen gibt Anspruch. Folge mir. Wir schaffen das noch. Die Letzten werden die Ersten sein. Genau. Dann steig doch auf! Hä? Oh, rausgeflogen. Ich stehe auf dem Bike. Jetzt, wer hat den besseren Computer? Alle rausgeflogen. Ja, ich bin auch rausgeflogen. Oh. Ja, irgendwie anscheinend alle, wa? Fast alle. Nee, die im Ziel sind, die sind alle nicht raus. Doch, jetzt sind sie. Fürst ist auch rausgeflogen. Lasst euch alle noch ein bisschen Zeit. Ich höre wieder was. Ich höre Grillen. Also ich fahre wieder. Ich fahre. Ja, wie viele dürfen wir Fahrrad suchen? Ich stand drauf. Einer die Buchstaben müssen wir noch sortieren, was? Oh, ja, genau. Perfekt. Ja, sonst gibt es halt ein Scheißwort. Ich fahre wieder. Ja, das ist ja kein Name. So, also der fast. Aber ich habe wenigstens schon mal ein leeres Fahrrad überholt, wo keiner mitfährt. Also einen Platz reicht immer gut gemacht. Ich habe auch schon zwei gut gemacht. Aber leider keine Ausdauer gewonnen während der Auszeit. Dann lass dich doch jetzt reingehen, Alter. Also mit aktuell sind wieder 74 Leute, versuchen das reinzukommen. Wie war das eben? Die Letzten werden die Ersten sein. Haha, Knast. Das habe ich schon mitgemacht. Ihr werdet gleich sehen, wie ich an euch vorbeirausche. Besser gesagt, ihr werdet nicht sehen, weil ihr nicht auf dem Server seid. Fahr, du Hansel. Hab man nicht so ein großes Mundwerk? Dann Michael, ruhig sein, ja. Oh, ich sehe, glaube ich, da vorne, da ist das Labyrinth. Bist du da drauf, Scummy? Ich bin schon am Fahren, ey. Ich bin gerade in das Setzung gekommen. Schon wieder 5 Meter gefahren. Rückwärts. Also, Stefan, jetzt macht eine Menge Lappen mit. Was muss man hier nochmal, was ist hier das Ziel? Das Ziel ist die Hütte drinnen, ne? Das Ziel ist wieder nackte Hütte. Zurück zur Hütte 1 zu fahren, ist das Ziel. Aber rückwärts. Oder mit dem Fahrrad dann auch übers Wasser, meinst du? Mhm. Und mit dem Haifisch Wasserschiffer. Wo ist mein Scummy hin? Wow, nachdem ich 3 Minuten den Sound gehört habe, komme ich nicht mehr rein. Lass es einfach laufen, wenn ich nicht mal pinkeln kann. Nein! Das ist auf Fahrrad egal, lass laufen. Machen die bei der Tour de France auch. Nur zur Info.
keine Ausdauer mehr. Ja, ich habe irgendwo so 10 Meter. Marsch am PC auch. Ich gerade auch. Ach, das gibt's doch nicht. Wo kommt ihr denn alle her auf einmal? Ja, von hinten, Timmy. Da kostet aber normalerweise Hundesteuer. Oh Gott. Die Tür? Nee. Ich sehe mein Scummy nicht. So weit vorne kann er doch nicht sein. Scummy, warst du schon bei der Brücke? Brücke, hallo? Ach, da ist die Hütte. Dealer First, ihr seid auch gerade als Drohne über dem Labyrinth, oder? Ja. Aber ich streame extra nicht, dass sie nicht gut. Ne, mit der Digga, kommt. Alter! Ey, nicht rein. Irgendwer wollte mit C4 das Labyrinth überlichten. Ich bin gerade am Radio vorbei. Oh, oh. Hä? Also glaube ich, will das abdrängen, beeile dich, dann kannst du vorfahren. Das sieht gut aus. Mhm. Das sieht richtig gut aus. Oh, der erste Platz ist... Ah, da. Warte, gib mir mal deinen Rucksack. Da, geh weg! Balaras hat gewonnen. Und nur weil wir ihn hingeportet haben. Okay. Ich komme nicht voran. Das Wort ist. Ja, schreiben. Soll ich... Nicht sagen, okay. Schreiben. Ja. Ja. Ich weiß das Wort immer noch nicht. Bei dem Wort bin ich auch ein bisschen blade. Wo? Ich weiß nicht noch, wo die Hütte hier stehen soll. Ja, ich auch nicht. Da, wo das Feuer ist? Ja. Ich habe noch nicht mal Feuer gehört. Glückwunsch. Erster Platz ist da. Wann kommt denn das Labyrinth? Der Striker ist erster. Mal laufen. Wenn du möchtest, Striker, hier gibt's doch noch was zu essen. Oben kannst du mit dem Grill kannst du was grillen. Nö, es geht schon, das passt schon. Gut. Striker ist erster oder was? Ja. Ja. Das ist ein Notfurzen-Ding, echt. Gut, ich hab mich verlaufen. Ich verhungere in der Mauer. Müssen wir laufen, oder? Im Labyrinth, ne? Da müsst ihr laufen. Oh, ich glaube, ich komme auch langsam an. Das sieht schon sehr labyrinthisch. Ja, aber laufen war doch eigentlich mal hier so Triathlon richtig laufen, oder? Ja. Das da drin ist eine Triathlon-Steck. Ja, toll. Das stimmt. Hier ist eine riesige Holzwand. Ja, da musst du rein. Was ist der Ausgang, Jungs? Nee, das ist auch der Eingang. Wo der Steffi ist, ist auch der Eingang. Da, wo die Steine sind? Oh, hier war ich doch. Nee, hier vorne, wo das große Tor ist. So. Genau. Ist noch was für Essen, sagst du? Wie kommen wir durch die Wand durch? Da gucken ein paar Leute durch die Wand. Da kommen schon einige durch die Wand entgegen, ja. Da, in dem Schrank. Gibt's da, Leute. Oder oben drauf, da ist auch Fleisch, was man grillen kann, ne? Ja, nö. Da kannst du aber gucken, wie die anderen geistigen Seelen da durch das Labyrinth laufen. Ja, das ist gut, das ist gut, das muss ich sehen. Aber... Ein Eingang. Gib mir einen Eingang für dieses Labyrinth. Immer kriegen wir wieder Ausdauer, juhu. Das hat sowas nur einen möglichen Weg, oder? Ja, genau. Da gibt's Türen. Das hat sowas von Mr. Pac-Man. Ja, auf jeden Fall. Nein. Wie hieß das? Takeshi Castle? Ja, nee, aber wenn du da drinnen bist, rennst du einfach nur los und guckst da gar nicht großartig. Das ist Wahnsinn, wenn du da drinnen steckst. Ich weiß. Junge. Oh, das sieht auch gut aus bei jemandem. Keine Tür, ne? Sind die Türen auch versteckt oder so? Einige waren versteckt. Die sehen halt versteckt aus, ne, wegen dem Holz. Ja. Nicht mehr lange, dann sind die kaputt. Ja. Ja, ich mach meine Steinachs. Wollte ich gerade machen, ja. Der zweite ist im Ziel.
Ja. Das ist 5 Meter vor mir entfernt, da sind aber noch so viele Wände dazwischen. Delta, wo bist du? Ah, da. Gib mal deine Tasche. Und das Lösungswort. Oh. Einmal bitte zusenden. Oh, jetzt darf ich den ganzen Weg hier wieder zurücklatschen. Ja, plus Energy Drink. Und Nekro, warte. Sie kommen jo. Nie wieder raus. Lass mich erstmal ins Haus. Die da schon herkommen. Und jetzt sag mir bitte, da die letzte Hütte hinter dieser blöden Brücke ist, wo die vielen Autos drauf sind. Warte. Ja, da kommt er. Ja. Gott sei Dank. Das stimmt, Delta. Delta ist Platz 2. Mhm. Negro, leg mal die Tasche hin. Ja, ich bin bestimmt auf Platz 3, oder? Ja, wenn das stimmt mit der Tasche. Und das Lösungswort einmal zusenden. Ersten 3 Plätze weg? Ja. Ja. Gut, dann brauche ich ja nicht mehr weiterlaufen. Ja, ja, und ja, geht noch um die Platzierungen. Einfach. Ja, ich finde hier keine fucking Tür. Stimmt. Ich habe einen Weg oder rausgefunden, kriege ich auch einen Preis für. Ja. Und stimmt. Ja, das war das leichteste Wort mit dem letzten Buchstaben, habe ich dann gewusst, ne? Alter, was ist das für ein Labyrinth? Ja, wenn da kein. Ja. Wenn da, also wir hatten uns jetzt Gedanken gemacht, die Leute, die das dann nicht schaffen, die holen wir dann in 2 Wochen wieder ab. Ja, glaubst du. Deswegen sollte man Rucksack für Essen mitnehmen. Ja. Und ja, noch näher kannst du ja eh nicht ran, Striker. Guck mal da unten hinter dir. So, bin mal schneller AFK. Hallo. Hat da einen Gebuse. Ist da keine Tür? Hier war ich doch gerade schon. Hätte ich mal ein Messer mitgenommen, hätte ich hier wenigstens die Gebüsche kaputt machen können. Alter. Ich check's nicht. Auch für Delta und Negro drinnen was zu essen. Könnt ihr auch grillen, wenn ihr möchtet. Ne? Das sieht so geil aus, wie in so einem Ameisenbau. Ja, ja. Wieder viel am Abend. Die wissen, wo sie hin müssen. Ja, ich kann ja leider nichts mehr sehen, also kann ich nur noch Strecke abfahren. Ja, wenn du möchtest, kannst du natürlich außer Konkurrenz auch die Spieldings machen, das Labyrinth mitmachen, ne? Ja? Ich bin auch am Überlegen, ob ich es abreißen soll oder ob ich es stehen lassen soll, für Leute, die das trotzdem noch machen möchten. Also ich finde Anfang. Nee, das ist schon ja, ganz schön viel, was hier steht. Ja. Wir könnten stehen lassen und wenn irgendeiner schlimm ist, bestrafen wir, dann stellen wir die Mitte und der muss rausgehen. So, ich bin jetzt einmal um dieses Haus da innen rumgelaufen. Ich habe keinen Weg gefunden. Eine Tür lassen wir dann verschwinden. Ja, wer böse ist, muss ohne alles. Ich habe schon vor der Tür gestanden. D4 Flughafen entkommen. Sag mal so, ich habe alle Türen offen gelassen zum Weg daher. Ich bin 8-mal im Kreis gelaufen. Bestimmt gibt es da jemanden, der sie danach wieder geschlossen hat. Ja. Selbst die Bambi ist ja schon mit dir drin. Ja. Wow. Das Schöne ist, wenn sie dann irgendwo das Ziel sieht, dreht sie bestimmt um und will dann doch wieder zurück, damit sie die Schubkarre kriegt. Die springt dann hier geht's lang, ich hier bin, rein. Ich bin noch nicht an der letzten Hütte. Das hat, das kann nur noch Tage dauern. Hey, da ist eine Hütte. Da steht auch eine 2 dran. Ah, nein. Hier war ich doch gerade. Nee, dann hätte er an mir vorbeigemusst. Dann wüsste er, dass es falsch ist. No, ich gebe auf. Nein. Es gibt kein Aufgeben. Immer an derselben Stelle bin ist ich. Ist egal. Ja. Weitermachen. Warum bin ich dann jetzt an Hütte 1? Ich sehe das Dach von der Hütte mit dem Lagerfeuer, aber ich komme nicht hier. Ich sehe das Lagerfeuer. Denke immer daran. Am Ausgang. Also am Eingang stehe ich und irgendwann kriege ich dich. Okay, dann laufe ich doch nochmal weiter hoch. Deswegen findest du es ja nicht. Ich wusste gar nicht, dass das ein Psychospiel ist hier. Blady. Ja. Halt. Du musst den Buchstaben noch holen. Ja, der Buchstabe ist ein A. Was ist denn das für ein Wort?
Okay. Man kann ja gar nicht mehr falsch gehen. Man ist ja überall. Doppel-O. Oh, hier hat jemand seine Versorgung verloren. Muss ich erst mal sauber machen. Das gibt es vor allem gar nicht, ne? Also. Nee. Aber wie du schon sagtest, ne? Das Labyrinth wird. Das wird der entscheidende Knackpunkt sein, ja. Oh, ich bin gleich wieder am Anfang. Ich bin kaputt! Blöder Kuh! Du hast die Fuck erdrängelt mit deinem dicken Arsch! Lady? Bambi? Ja. Hier vorne, wo der hinkniet, sag mal bitte einmal die Tasche ablegen. Squat, Bambi, kicken geht nicht. Scheiße, die hat gleich hier ran. Inventar gucken. Du lach nicht hier, du. 1, 2, 3, 4. Sehr gut. Willst du mir das Wort auch noch schicken? Ja, mach ich. Hä? Mängelt die sich vor. Aber ich in der Ecke bin ich vorhin aber schon mal gewesen, das weiß ich. Ja, warst du auch. Aber weil der kleine Hund hier. So, ja, stimmt. Ja, jetzt ist der Hund dran schuld. Seine Inkompetenz. Ja, weil der so ein ganz kleiner Spalt ist. So, ich versau jetzt aber das Event. Der Eingang ist Richtung. Galeno, gib mir mal bitte das Dings, den Rucksack. Hier hast du den Sack Ruck. Ich komm nicht auf mal. Klar, ja. Alle 2, 4, 6, jawohl. Dann schickst du mir auch mal bitte das Wort. Nö, ich sag es dir. Du hast gesagt, du die ersten drei sollst dir schicken. Ja, okay, dann sag mal das Wort. Nö, ich schicke es dir. Das ist ein Kunde. Was denn, ihr mögt mich aber trotzdem. Wo haben wir denn den Metzmaster? So. Dann kriegt er als allererstes erstmal Mittelfinger, damit er auffliegt. Genau. Nee, gibt erst gelbe Karte. Bei dir nicht. Alter, was ist das für ein Labyrinth? Habe ich das jetzt richtig geschrieben? Ich schreibe die immer sonst anders. Schick dir das ja zu, du weißt ja, was ich meine. Ich schreibe die immer so. Ja. Der Blady? Nein. Galeno. So, jetzt muss ich erstmal. Komm mal her hier, Zicke. Komm mal her hier. Nico, das sieht gut aus. Du mit deinem dicken Arsch. Tja, aber. Was denn? Oh, das sieht auch gut aus. Da Nico, drängelt die sich aus. Vor. Hä? Ach, der nächste Tier. Oh Gott. Blaine, du bist falsche Richtung. In der Hütte, einmal bitte den Rucksack abgeben. Ja. Da hinten, guck mal, Bambi, da hinten war ich, da hinten. Dort war ich nie, auf der Seite. 1, 2, 3, 4, 5. Ich bin einmal schon rumgelaufen und da unten war ich auch in dem Gang drin und dann drängelst du dich vor mit deinem dicken Hintern. Schickst du mir auch das Lösungswort? Habe ich dir, glaube ich, vorhin schon geschickt, oder? Das weiß doch schon jeder. Ich glaube, ja. Warte, ich guck nochmal. Das muss hier irgendwo sein. Ich bin schon wieder bei dem Baum. Wo ist hier denn die Blady? Ah, nicht was ganz. Was kriegt die Person, die vom Bären überholt wird? Wo ist jetzt hier so viel Platz? Na, die Schubkarre. Ich bin jetzt gelandet. Mhm. Ah, guck mal hier. Ja, stimmt. Hat's denn? Links, rechts, ja. Links, links. Nee, da rechts. Nein, links. Sechster Platz. Gott. Füllkuchen. Oh, fuck, ey. Wo haben wir den? Aber ich glaube, nachher bei dem Eventergebnissen werde ich mal so ein Bild davon posten, ne? Von dem Labyrinth. Ja, mach ich mal. Ich hab echt Augenprobleme gekriegt. Also ich habe schon zwei Bilder von dem Labyrinth. Ich spiele hier auf dem 34 Zoll Fernseher und das ist echt übelst. Also mache ich nicht nochmal. Das sind halt nur Holzwände. Man sieht nur Holzwände. Ihr müsst halt einfach, keine Ahnung, die ganze Zeit gegen die Wand laufen. Irgendwann seht ihr mal eine Tür. Kannst nicht hauen, wie du willst. Mein dicker Hintern hat dich überholt. Ja, du hast dich ganz mit deinem dicken Arsch in der Tür, deswegen bin ich nicht durchgekommen. Und dann gehst du einfach nur einen Schritt vorwärts. Bam, bis hinter ist ein Türstopper. Du wirst jeden Tag jetzt an deinem Auto einen Platten haben. Jeden Tag, das sage ich dir. Kann ich meinen Rucksack wieder zurückhaben? Ich habe Hunger und Durst. Hier oben ist. Hier unten im Schrank sind. Bin ich schon mal wo, wo ich noch nie war. Danke. Und nachher werde ich euch ja die gleiche Tasche dann mit den 10 Äpfeln spawnen. Wie? Es gibt Äpfel als Preise?
Für die Teilnehmer ja. Wie, die ersten drei gibt Fahrzeuge und der letzte kriegt eine Schubkarre. Gut. Juhu, aha. Ich hab eine Schubkarre. Eine das Frage zu den Preisen. Gami. Bitte? Das hatte ich auch mal gedacht. Ich sehe doch die Hütte schon, warum kann ich denn da nicht hin? Mit dem Platz bekommt der Dirtbike, oder? Also, mit dem Platz Dirtbike, ja. Juhu, ja, das ist, was ich wollte. Ach mal. Metz, Steffi muss am Montag nicht arbeiten gehen, wenn jetzt dann noch den Preis erst nach dem Vibe, also nach dem nächsten Vibe auszahlen zu lassen. Laufen wir da jetzt noch wieder neu. Eigentlich würde ich sagen, lieber jetzt, weil wer weiß, wann das nächste Event oder nach der nächsten Vibe kommt. Ich sag mal so, wenn in den nächsten zwei Monaten Vibe kommt, dann erstatte ich das ansonsten nicht. Okay. Ich glaube, ich bin falsch. Ja. Hallo. Okay, du bist noch viel zu weit hinten. Lauf auf unseren Namen zu. Was ist das denn für ein Psycholabyrinth? Ist ja der Wahnsinn. Jetzt nicht euer Ernst, Alter. Wie, damit, wie lange hast du da gebaut? Na, 4 Stunden. Was? So lang braucht Blady da durch. ich auch. Wie gesagt, ja, dem hast du Montag Dienst. Lustig. Und das vom Teamchef. Dem hast du Montag Dienst. Was? Hä? Ob du Montagsdienst hast? Nee. Na, hast Glück, weil dann kannst du dich hier noch vielleicht befreien. Jetzt laufe ich wieder zurück. Ja. Ah, hier ist irgendwie keine Tür, Robin Hood. Katastrophe. Nee, da war ich schon. Aber es ist ja machbar, ne? Also, 5 Leute haben es ja schon. Metz, ich würde mal anfangen, von oben die Basen abzureißen. Ah, das wäre super. Vor allem erstmal auch die Blöcke, ne, dass die Leute dann wieder rumfahren können. Genau. Ich bin auf der Straße, ja, bitte lass die Blöcke stehen. Oh. Ich muss ja nochmal zurück auf 1. Oh, Angel? Ja? Wie, du musst zurück zu 1. Da riecht's. Ja. Es wird heiß. Ja, da wirst du ja ohne Zeit hier hinfinden. Alles hier, ich mag dich nicht mehr. Hau ab hier. Hau ab. Mag dich nicht mehr. Ach komm. Hau ab. Ich mag dich nicht mehr. Dick Arsch. So, Angel Eye hat es geschafft. Applaus. Und Steffi hat es geschafft. Wie? Erstmal Angel Eye. Gucken wir mal. Der hat die Tasche schon hier hingelegt, ne? Ja, den Energy Bar habe ich leer gemacht. Ja, kein Problem. Alles gut. So, dann noch das Lösungswort einmal schicken. Wo bin ich denn überhaupt? Ali muss gerade ausfahren, ne? Die Blöcke hier vorne sind schon weg. Ja, das kann ich immer. Dann darf ich meinen Rucksack abgeben. Steffi, kannst du deinen Rucksack auch schon mal hier in die Hütte legen? Z0 weg fürs. Habe ich. Was? Hast du bei Z0 angefangen nach oben? Nö. Ich mach rückwärts die Strecke. Mach ich jetzt. 6, jawohl. Okay. Dann auch von dir mal das Lösungswort, Tim. Lady. Ja, das, Lady. Das haben wir doch wohl. Jawohl. Okay, ja gut. Hier, komm, dann duschen. Trage ich jetzt nochmal ein. Jetzt macht er seine heimliche Jugendliebe. Nö. Das wüsste ich. Welcher Platz war ich? Was war das? Warte, 7 ist Angel Eye und du bist auf 8 angekommen. Besser als ich erwartet habe. Wer bist du denn? Vor allem warst du ja zwischendrin 16. glaube ich, ne? Hast dich nach vorne gekämpft. Besser als wir alle erwartet haben. Ich war mal 2. So, Banana Ronja angekommen, hier drinnen in der Hütte. Ich war 13. Da hast du dich doch vorgedrängelt. Banana Ronja in der Hütte, einmal hinlegen, den Rucksack. Ach so, sorry. Nicht dich selber hinlegen, den Rucksack einfach. Ja, wo soll ich da hin? Hallo. Durch die Tür. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lady, ich bin gleich da. Dann ist Banana Ronja Nummer 9. Ja! Dann ist der Mike gerade angekommen. Wer bitte auch mal hinlegen? Banana Ronja 9. Die Tasche hinlegen, Mike. Jawohl. 1, 2, 3. Ilo, bist du als Drohne unterwegs? 5. Ja. Gut. 6. Jawohl. Nimmst du andersrum anfangen mit Abreißen oder wie machst du? Ich fahre gerade von unten die Strecke hoch und da habe ich Banana Jochen gefunden. Einmal hinlegen die Tasche. Wer war da unten ziemlich schneller weg? Mike, mach mal Platz. Ja, ich fliege ja gerade die Strecke verkehrt rum. Ja, warte. Ja.
Ist halt die Frage, ob du als Spieler reinkommst und ich bei den Schränken warte, weil die kriegst du als Drohnenschwecker. Krieg ich meinen Rucksack wieder? Okay. Nee, du kriegst nachher einen anderen. Also als Admin-Spieler. Richtung Blady. Ja. Okay. Dann mache ich das für dich. Banane Jochen 11. War gerade jemand, weiblicher Charakter, schwarze Haare, Partyhut auf. War schon ganz nah am Ziel. Ja, das habe ich hier unten wieder irgendwo rumgeschlichen. Stand gerade im großen Raum da unten. Scheiße, reiß mal die Hütten ab. Du nicht blank, Lady. Die Hütten reiß ich mit ab, ja, aber die Schränke drin, kriegst du halt nicht weg. Ja. Rechts um Eck und weiter. Drohne kann ich das nicht scharf machen, also du kannst gerne C4 nutzen, aber... Ich frage nur, gehen sie mit C4 weg, die Schränke? Ja, mit C4 kannst du, legst du zwei C4 und sind sie weg. Da musst du nicht weghacken. Wie viele fehlen? Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja. Muss ich nicht gucken, wo die sind. Ja, so. Ich warte jetzt bei einer. Ich fliege als Drohne den Weg ab und würde mich dann immer bei den Schränken hinstellen und du brauchst dich dann immer bloß zur Drohne teleportieren. Metzi, ich habe dir gerade gesagt, eventuell... Ich Boden, ne? Ist jemand angekommen? Ja, bin ich. Ich bin Boden. Gonnavar, leg mal bitte deine Tasche ab und Michael, Alter. Das wurde ja schon von allen laut gesagt. Also. Das Labyrinth. Gonnavar ist das gewesen, okay, cool. Blady hat das Lösungswort gesagt? Oh, die ist aber böse. Oder war eine Axt, oder? 2, 3, 4, 5. Oh, Blady rennt aber falsch. Du stieg weiter. Jawohl, Gonnavar. Blady, ich bin gleich bei der Base. Du musst nochmal von oben irgendeinen anderen Weg finden. Ja, doch. Falsch. Was heißt hier nein? Gonnavar ist dann auf 12. Nee, andere Richtung, Blady. Helft ihr jetzt nicht? Irren wird immer nachher auch veröffentlicht, ne? Irren immer noch welche drin rum? Nee. Ja. Lass in Space. Ich renne jetzt hier einfach den mit der Robin Hood Mütze hinterher. Kann man einfach hier rüber springen? Nee. Nein. Ja, läufst du im Falschen hinterher, weil ich habe keinen Plan. Ich kann auch vorne weglaufen, ich habe wieder einen Plan. Bist du Bodennähe? Oh, ich sehe da eine große Holzbase. Lady, du musst da raus aus dem Gang zurück. Der ist falsch. Der oben, da ist kein Weg. Ja, du bist ja da irgendwie reingelaufen. Genau. Das sagst du, wenn du am Boden bist. Ich muss da irgendwie raus. Ja, ich muss erstmal zum nächsten Haus. Okay. Ich muss ja jetzt Strauß abfliegen. Oh, fuck. Oh, nee. Hier waren wir doch schon. Hier ist nix. Ich höre da was rumlaufen. Bin ich? Okay. Da guck mal, hört ihr? Erfolg. Ich komme. Sekunde, ne? Hallo, hallo. Okay, hier ist keine Tür. Ich bin dein Stecker. Hallo. So, es sind noch 1, 2, 3, 4. Die kennen wir aus. Das hier? Das dauert alles ganz schön lange. 6, 7. Die Nummer 5. Ich höre euch laufen. 8. Genau, Leute, da ist schon ein Dickerchen. Sind noch in dem Labyrinth drin. Nein, falsch rum. Wie viele? 8 Leute noch. Aber Shadow ist da drüben auch irgendwie verkehrt. Ja, wo ist er hin? Ist der Lauf. Ein raffiniertes Labyrinth, ey. Ah, Tim, bist du schon durch? Danke. Ja, ich bin schon, ich bin schon lange. Geht doch mal bitte vom Tisch runter. Achter geworden. War da ein Zug. Was ist ein Zufall? Irgendwann mal richtig die richtige Abzweigung genommen. Das kann ich mit C4 nicht zerstören. Ja, warte, ich mach das. Kann sein, weil dass es eure Fahne ist. Na, leckerer Apfelkuchen. Ja. Wegen der Fahne. Warte. Nee, ich glaube, ich habe das in den Admin-Einstellungen, dass die Base erstmal nicht kaputt geht. Muss mal gucken. Hast du unten den Hang, den auch nicht weggekriegt? Nee, gar nichts. Ich habe einen T4 reingestellt, ist nichts passiert. Ich frag dich, guck mal kurz. Eventzone. Hallo. Ja. Fahrzeugschlägerei. Explosionsschaden. Anwenden. Versuch jetzt nochmal, Dealer. Ich sehe auch keinen im Labyrinth, ne? Also. Anne, bin sicher, ich bin danach drin. So, ich muss mal rein. Fick nehmen. Da habe ich schon wieder jemanden rumhuschen gesehen. Na, wer hat sich denn da versteckt? Hallo? Okay. Und woran ist der jetzt gestorben? Zu nah an der C4-Bombe? Nee, das hat erst zum Piepen angefangen. Da unten ist wer.
Oh, 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 ah. Oh, oh, oh. Bist du noch dort? Nee. Warte, ich kann noch zurückfliegen. Bitte dann. Der ist auf der Zielgeraden. Der hat die Scharfstellung von der Falle nicht behirnt. Die erste. Wahnsinn. Killer Wasp hat es auch geschafft ins Ziel. Einmal in der Hütte, bitte deinen Rucksack abnehmen. Lady, du läufst schon wieder falsche Richtung. Am besten wären noch Minen oder so da drin. Bin da. Sprengstoff-Zombies, ne? Kommt schon. Das müsste hier irgendwo gewesen sein, oder? Und jeden, den ich jetzt sehe, erschieße ich einfach. 6, jawohl. Dann ist Killer Wasp ist dann auf Platz 13. Aber frage mich nicht, wie das Wort heißt. Da habe ich jetzt keine Zeit, ja, drüber nachzudenken. Keine Ahnung, irgendwo liegt mein Zeug schon, aber das ist sowieso. Dann guck nochmal nach, aber ich glaube, das wurde mehrfach geleakt heute schon. Ja, lass gehen, ist sowieso alles. Ja, ich hab da nicht drauf geachtet. Oh, Lady hat den Eingang gefunden. Bist du beim nächsten schon? Toll. Nein, du musst erstmal wieder fliegen, Dealer. Lady, wo bist du? Im Eingang von dem ganzen Labyrinth. Lady! Das schreit nach einer Schubkarre. Also klar, was hier jetzt auch noch was zu essen, ne? Also ja. Können wir ein paar Feuerwerke zünden auf dem richtigen Weg? Sehr gut. Oh, tanzt die bescheuert. So, Lady ist wieder am Eingang, ja. Die machen da gerade eine Versammlung. Banana Ronja, Scummy und der Holzwurm. Die treffen sich alle da. Ja, Ronja ist im Ziel, Betty ist da. Der Holzwurm hätte am einfachsten. Du könntest dich ja durchklappern. Schön wär. Schön Betty. Ah, das war doch gerade knapp gewesen bei jemandem. Jetzt rennt er zurück. Okay. Nee, Galeno, wo rennst du hin? Aus. Komm wieder zurück. Ich will Fahrrad fahren. Ich sag dir den Weg zurück. Nicht. Ich finde den Weg eh nicht mehr mit. Warum fehlt denn hier eigentlich eine Tür im Türraum? Die war schon immer da. Ich trau mich nicht so weit rauszugehen. Na? Wer ist denn hier noch drinne? Hör auf, mit dem Arm zu schlagen. Schaffen die das je? Bin wieder da, Dilo? Ich hab ja auch nur Glück gehabt, ohne Witz. Erstmal einen Kuchen essen. So, der nächste ist nah dran. Der hat so eine Zeitverschiebung gehabt. So, bin da. Die gehst weiter, die kannst du ja komplett sprengen. Wenn es jetzt geht schon. Aber es macht nichts. Hier ist nichts. Wenn er es jetzt nicht nimmt. Okay, nimmt, Shadow. Aber ist dann nur Bambi weg. Einmal bitte in die Hütte und die Tasche abgeben. In den Busch oder was? Dann gucken wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawohl. Du musst das vor 30 Dinger hinlegen. Dann ist. Oh! 2, 3, da ist nichts hin. Wo hab ich dich? Shadow 14. Geht nicht? Nö. Wir sind also nicht Glückwunsch. 2300 noch. Apfelkuchen. Probier noch eine. Warmer Apfelkuchen. Warmer, wollte ich gerade sagen, warmer Apfelkuchen. Guter warmer Apfelkuchen. Lecker. Jetzt kannst du knicken, solange die Flagge dort steht. Wie viele sind noch in Dings? Warte. 6. Okay. 6 plus Balachas. Nee, 0. Warte. Was Schritte? Das Einzige, was gilt, ist mich. Probier jetzt. Wo bin ich jetzt schon? Da kommt gerade mal einer mit dem Fahrrad. Oh. Das war ich. Ich kann dich ja noch einleiten, irgendwie. Galeno, jetzt nicht den Weg zeigen. Nein, mach ich nicht. Ich weiß ja selber nicht mehr, welche Tools von denen hier waren. Es sind keine Türen mehr. Ich ärgere bloß die Leute und mache die Türen alle wieder zu. Ich habe ja auch alle hinter mir zugemacht. Scummy! Ja. Die wichtigste musstest du ja eigentlich zumachen, damit du weiterkommst. Das waren jetzt zwei. Weil die wichtigste musstest du nicht zumachen, damit du weiterkommst. Ja, wenn du dich am Haus machst, wenn du durch bist. Nee, null Damage führst.
Also das kann auch was. Das ist schon mal falsche Richtung. Jetzt kann er nicht sein, warte. Warte. Da habe ich jetzt die Fleisch aufgemacht. Ja, meine Schuhe eigentlich. Dealer, versuch es jetzt nochmal. Bei der Eventzone habe ich eben den Explosionsschaden auf Ignorieren gemacht. Irgendjemand hat es wieder auf Blocken gemacht. Na, das hört sich gut an hier. Versuch's jetzt nochmal C4. Das ist aber schon jemand, der im Ziel war. Oh, hier war ich noch nicht. Okay, warst du schon. Ah, da kommt wer. Nee, da kommt schon mit Torte. Der war zurück. Schon. Wir sind hier nicht richtig. Ja. Ihr seid nicht richtig. Ach, immer dort, die Hütte. Das ist nicht der Weg, den ihr... Das ist wieder der Anfang. Ich könnte gleich... Das muss aber auf Erlauben stehen. Erlauben oder ignorieren, weil wenn du ignorieren hast, ist ja die globale Einstellung. Nee, du musst nur ins Bett rein. Na, ja. Ich weiß aber nicht, weil das unten ja in die Safe-Zone mit reinfällt. Ja, dann machen wir auf Erlauben. Warte. Oh, ich bin rausgeflogen. Hast du jetzt auf Erlauben gestellt? Ja. Aber dann gehe ich jetzt mal. Matt? Aber Blady, da war man noch nicht gewesen. Bleib da stehen. Ich hatte ignorieren. Ich war da auch noch nicht, ja. Ja, bleib da stehen. Okay, wer war. Musst du wieder zurück? Nur, damit ich beende jetzt die Aufnahme. Wer war Erster, Zweiter und Dritter? Erster ist Sir Striker geworden. Gratulation. Zweiter ist Delta geworden. Und Dritter war Necromantix. Achso, dann wünsche ich denen allen alles Gute und Gratulation. Oh, Fatal Error. Ja, wünsche ihn auch. Dann mache ich nämlich jetzt die Aufnahme aus, weil ich bin gerade rausgeflogen. Ja, ich schicke dir dann nachher auch, wer die Schubkarre gewonnen hat. Okay, jetzt kannst du wieder raufkommen.